meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht es schon im Hintergrund, wir sind in der neuen Wohnung. Yippie! Und ist sozusagen auch einer der ersten Videos in der neuen Wohnung jetzt. Ja, die Kleine spielt hier gerade unten. Und ich habe ein mega cooles Paket für euch, was ich euch zeigen wollte. Und zwar geht es hier um dieses riesengroße Schmuckstück. Ich habe mal wieder Handmade-Sachen für die Kleine bestellt. Ihr wisst ja, vielleicht kennt ihr meine anderen Videos, ich mache immer so eine riesengroße Bestellung und zeige euch das dann auf YouTube. Und das kommt gar nicht so schlecht an. Und deswegen dachte ich, zeige euch auch diese Bestellung. Das Ganze habe ich wieder bei einer Freundin bestellt. Und das Ganze hat einen Wert von ungefähr 390 Euro. Ja, es klingt viel, aber ich habe mit ihr getauscht gegen etwas anderes. Und so waren wir beide glücklich. Genau, ich habe also nicht diese 380 oder 90 Euro in die Hand genommen und dafür jetzt Babysachen gekauft, sondern ich habe mit ihr ein Tauschgeschäft gemacht, womit wir beide recht zufrieden waren. Und ich bin auch wirklich sehr, sehr zufrieden mit diesem Paket. Sie hat mir ganz, ganz viel genäht für die Kleine in größeren Größen. Ich habe wir sind nämlich schon bei Größe 80, 86 angekommen. Und da, ja, ist natürlich klar, dass wir da in dieser Größe auch wieder Handmade-Sachen brauchen. Und deswegen habe ich da in den größeren Größen jetzt bestellt. Hier ist also drin 80 bis 92. Aber ich würde sagen, wir schnacken gar nicht so lange. Ich zeige euch das Ganze einfach mal. So, fangen wir an. Das Paket liegt schon so lange hier, aber ich kam einfach nicht dazu, euch das zu zeigen. Aber deswegen mache ich das jetzt. So. So sieht das Ganze aus. Also ihr seht schon, der Karton ist schon proppevoll. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem größten Teil an. Ein Teil ist hier leider nicht drin, und zwar eine Mütze. Aber das erzähle ich euch dann gleich. Die haben wir nämlich schon unten im Einsatz. Ja, das erste ist ein neuer Overall. Wir haben ja zwei Stück und die werden jetzt langsam beide zu klein. Deswegen habe ich gesagt, komm, mach doch mal ein Overall, weil der war, wir haben schon einen von ihr und der ist einfach so toll. Und genau, deswegen hat sie uns jetzt noch einen gemacht. Und zwar sieht der so aus, der ist außen in einem schönen Sweat in Braun. Und innen ist er komplett in diesem Regenbogenstoff. Ich finde den so unglaublich schön. Ich kann euch das mal zeigen, der ist wirklich komplett einmal im ganzen Overall verteilt. Und der ist wirklich richtig schön, das ist ein Jersey von Alles für Selbermacher. Und ich habe mich so in den Stoff verliebt. Ich habe ihr gesagt, du musst mir unbedingt was aus diesem Stoff machen. Und ja, das ist nicht das einzige Teil, das werdet ihr gleich sehen in dem Paket. Aber ja, es musste auf jeden Fall sein. Ein Overall in diesem Stoff musste her. Der hat auch so kleine Öhrchen oben dran. Richtig schön. Und genau, hat hier so ein blaues Einfassbändchen, nennt man das, glaube ich, vom Reißverschluss. Und einen dunkelblauen Reißverschluss. Ja, richtig schön sieht der aus. Und das ist jetzt schon Größe 92, 98, aber die Kleine hat den auch schon angehabt und er passt auch schon. Ich glaube, auf Instagram haben den einige schon gesehen, da hatte sie den nämlich schon an. Ja, er ist wirklich noch sehr groß, aber er passt. Genau, das ist so das erste Teil. So, machen wir direkt weiter, und zwar eine passende Mütze zum Overall. Genau, so sieht die aus. Und zwar habe ich mich hier für ein Schnittmuster entschieden mit Hasenöhrchen dran. Sieht auch richtig süß aus hier. Auch hier haben wir wieder den Regenbogenstoff. Und wenn sie die trägt, dann fallen die hier vorne so runter und das sieht so goldig aus. Auch hier wieder mit diesem blauen Bändchen und innen auch komplett aus diesem Regenbogenstoff. Genau, einmal eine passende Mütze zum Overall. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit auch einem absoluten Lieblingsstoff von mir. Und zwar diesem hier. Der ist auch von Alles für Selbermacher, das ist aber allerdings ein Sommersweat und kein Jersey. Und ja, der sieht so auch richtig schön herbstlich aus, oder? Und auch die Sachen sind alle ungefähr so in 92 mal 86 mal 92. Und da dachte ich, das passt doch bestimmt total schön im Herbst dann. Und ja, sieht richtig toll aus. Auch den hier hatte die Kleine schon an. Und wenn man die Arme umkrimmelt, passt auch dieser schon. Also sie kann den eventuell auch schon jetzt anziehen oder im Spätsommer. Alter, hier fliegen gerade so richtig große Bundeswehr-Hubschrauber lang, zwei Stück. Gruselig. Ja, genau, das ist das zweite Teil, ein richtig schöner Hoodie mit schöner Kapuze, innen hier in so einem schönen Bordeaux-Rot und genau, auch ein richtig, richtig schönes und absolutes Lieblingsteil von mir. Dieser Stoff ist wirklich richtig schön, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Stoffe findet. Ich denke,
Ihr werdet noch einige Stoffe hier sehen, die wirklich richtig traumhaft sind und einige werden sich bestimmt verlieben. Ich habe es auf jeden Fall getan. Also ich habe mich auf jeden Fall verliebt in die Stoffe. Ein nächster Stoff ist dieser hier und zwar ist der auch von Alles für Selbermacher. Also ich glaube, ich verlinke euch einfach mal Alles für Selbermacher unter der Infobox. Das ist jetzt irgendwie nicht gesponsert oder so, aber der Shop ist einfach genial. Ja, auch dieser ist nämlich von Alles für Selbermacher. Ein richtig schöner Waldtierstoff, seht ihr das? Richtig, richtig toll. Genau das ist das, worauf ich stehe. Wirklich, muss man wirklich sagen. Das ist so richtig mein Geschmack. Und wie gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr die Stoffe so findet. Hier haben wir auch wieder ein Hoodie mit dunkelblauer inner Kapuze und eben diesem Stoff außen. Und ich finde, auch wenn Lia ein Mädchen ist, den kann sie super tragen. Und das Gute bei Handmade-Sachen ist ja, dass die auch locker fürs Geschwisterchen und so getragen werden können. Und deswegen habe ich mich auch bewusst hier für etwas neutralere Sachen entschieden. Einfach, damit wir das eventuell auch für einen Jungen benutzen können, als Geschwisterchen. Ja, deswegen hier einmal so ein richtig schöner, cooler Pullover. Ja, bin ich ganz, ganz verliebt. Passend zu dem Pullover haben wir eine richtig schöne, pumpige Pumphose. Ich liebe dieses Schnittmuster. Das benutze ich selber bereits, weil ich das einfach so schön finde. Ihr seht, die ist richtig pumpig. Also die Beine gehen hier richtig auseinander. Das ist richtig gut für Stoffwindelbabys. Und wenn sie die anhaben, ist es hier im Schritt nämlich richtig schön weich. Und sie können sich richtig viel bewegen. Und ja, die Kleine macht gerade die ganze Zeit die Schubladen auf und zu. Genau. Und hier eben, wie gesagt, einmal eine Pumphose aus dem Stoff. Und hier mit hellblauem Bündchen. Ich hätte da ein dunkelblaues Bündchen besser gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde auch, das sieht richtig, richtig toll aus. Was sagt ihr dazu? So, machen wir weiter mit einer sogenannten Pumpino. So heißt das Schnittmuster. Und dieses Schnittmuster benutze ich auch bereits. Und ich liebe es. Wirklich, das Schnittmuster ist wirklich Hammer. Und ich finde, die Pumpinos sind einer der besten Kinderhosen, die es gibt, wirklich. Weil die einfach so locker und cool sitzen. Also so sieht es aus. Und ihr seht, es ist schon total ballonartig hier auf der Seite. Und so sitzen die Hosen auch. Das sieht so obergenial aus, wirklich. Ich zeige euch einfach mal ein Foto. Aber Instagram habe ich das letztes Mal schon gezeigt. Falls ihr mir nicht auf Instagram folgt, ich verlinke euch das unten in der Infobox. Dann schaut da mal vorbei, weil da bekommt ihr immer aktuelle Fotos und so. Und genau. Also, das ist eine Pumpino und die sitzt einfach so schön. Wir haben hier ein richtig langes Bündchen, sodass die wirklich richtig lange mitwachsen. Das könnt ihr natürlich auch hochkrempeln. Und wir haben hier richtig coole Taschen, richtig tiefe Taschen. Und ich finde, das sieht bei den Babys einfach so schön aus. Und hier haben wir auch wieder den schönen Blattstoff mit hier auch wieder Bordeaux-Rot. Finde ich auch richtig, richtig toll. Ich glaube, ich quatsche ein bisschen zu viel. Ich glaube, ich muss ein bisschen schneller machen. Sonst dauert das Video hier Jahre. Gut, weiter geht's mit diesem Stoff. Tada! Und auch wieder eine Pumphose. Ich zeige euch das mal ein bisschen von nah an. Ich finde, das sieht so toll aus, dieser Stoff. Hier kombiniert mit Grün natürlich. Und auch wieder so eine schön lockere Pumphose. So, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit einer Mütze. Und zwar auch wieder eine Hasenmütze, also eine Hasenohrenmütze, wie ihr hier seht. Hier diesmal mit dunkelblau und eben diesem Waldtierstoff. Und die gleiche Mütze haben wir auch nochmal in dem Blattstoff hier. Müsst ihr euch jetzt einfach mal vorstellen, die ist wie gesagt unten bereits schon im Einsatz. Weil diese Mützen habe ich jetzt für ihren jetzigen Kopfumfang gewählt, eben wie jetzt wegen der kalten Jahreszeit. Aber genau, von der Mütze haben wir eben noch eine. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit einem Hoodie. Und zwar ein Hoodie wieder aus den Regenbogen. Natürlich, wie soll es auch anders sein, innen mit dunkelblau oder innen dunkelblau. Und ich finde, das sieht auch so toll aus, oder? Das sieht so schön aus. Ich freue mich schon, wenn die kleine Maus das anzieht. So, dann würde ich sagen, ganz, ganz schnell geht es weiter mit einem Langarm-Shirt aus dem Blattstoff. Und hier oben auch wieder mit Bordeaux-Rot oder in Bordeaux-Rot. Und ich finde, das sieht auch so toll aus. Und das nächste, ein Langarm-Shirt in dem Waldtierstoff. So, dann das nächste, ein Strappler in dem Regenbogenstoff. Auch richtig schön. Innen in dunkelblau und unten auch so ein dunkelblaues Bündchen dran. Strampler, finde ich, ist immer so eine Sache in dem Alter, ne? Also viele sagen Strampler nur so bis Größe 62, 68. Und ich war eigentlich auch immer so auf dem Trip, dass ich gesagt habe, die Kleine bekommt keine großen Strampler an. Ich finde aber, die Strampler sind so bequem für die Kleinen.
Und ganz ehrlich, ich bin ja eine Mama, ich achte immer nur aufs Bequeme. Also wenn irgendwas toll aussieht, aber total unbequem ist, dann ziehe ich es meinem Kind nicht an. Und da finde ich, ja, Strandblasen perfekt. Das ist ein Einteiler, da ziehst du einen Body drunter, vielleicht eine Strumpfhose, je nach Wetterlage. Und die haben einfach ein komplettes Outfit. Das ist super bequem, das ist schön locker, schön lässig. Und ich finde, es sieht auch nicht irgendwie babymäßig aus, sondern auch großen Kindern steht das total gut. Ja, und deswegen habe ich mich hier auch für einen schönen Strampler entschieden. Und zwar einmal in diesem Regenbogenstoff. Der ist in Größe 80, 86. Noch ein bisschen groß, ich habe ihn schon anprobiert, aber auch der würde jetzt schon passen, aber ja. Außerdem habe ich mich für einen Strampler entschieden, einmal aus dem Blattstoff, auch hier unten wieder kombiniert mit Rot, also Bordeauxrot. Und auch hier eben, wie gesagt, das gleiche Thema wie bei dem anderen auch. So, machen wir schnell weiter mit den letzten drei Pullovern. Und zwar einmal noch ein Langarm-Shirt in etwas größer. Aus dem Regenbogenstoff und hier oben mit dunkelblau. Dann haben wir noch ein Langarm-Shirt in den schönen Blassstoff hier und hier oben auch wieder mit grün kombiniert. Und dann hat sie mir noch ein Geschenk gemacht, ein Gratis-Pullover sozusagen. Und zwar diesen hier, den finde ich auch so süß mit dem Stoff. Seht ihr das? Da sind so kleine Rehtiere drauf. Und hier oben kombiniert mit rosa. Und ich finde den auch so süß. Könnte ich schon fast anziehen. Ne? Guck mal, passt mir fast. So, dann würde ich sagen, machen wir ganz schnell weiter. Achso, hier haben wir noch ein Hoodie. Den habe ich ganz vergessen hier in der Ecke. Diesen Hoodie auch aus diesem Blattstoff. Innen wieder mit grün. Genau, so sieht der aus. Auch so ein Hoodie. Der ist auch ein bisschen kleiner noch. Also der würde jetzt auch bald passen. Und der Stoff ist wirklich richtig toll. Also ich finde es. Sieht so schön aus. Das ist ja so genau mein Geschmack. Ne? Also dieses Paket ist so. Ha! Stoffliebe. So, dann haben wir hier noch drei Hosen. Oder nee, doch drei Hosen. Einmal noch eine Pompino. Und zwar auch wieder in dem Regenbogenstoff. Hier oben mit dunkelblau, ne? Hier auch dunkelblaue Taschen. Und wie gesagt, die Pompinos sitzen einfach richtig genial. Also, falls ihr auf der Suche seid nach richtig coolen Babyhosen selbst genäht, dann schaut auf jeden Fall mal das Schnittmuster Pompino an. Das ist auch kostenlos übrigens. So, und dann einmal eine Pumphose aus dem Regenbogenstoff. Wieder so richtig schön pumpig, ne? Wie die anderen auch. Da haben die Babys wirklich richtig was. Also das ist richtig schön bequem für die Kinder. Ich suche euch auch noch mal das Schnittmuster raus. Das ist nämlich, glaube ich, auch kostenlos. Und oder wenn dann kostet es auch nur 1, 2 Euro. Aber ich verlinke euch die Schnittmuster auch noch mal unten in der Infobox. So, und dann die letzte Pompino ist diese hier. Aus dem Waldstoff. Genau, auch wieder hier mit so Taschen. Und eben unten das Bündchen. Auch richtig toll. Also wie gesagt, ich bin echt total verliebt. So, und dann, ja, es springt hier etwas aus der Reihe. Und zwar diese Pompino hier. Ich wollte irgendwas mit Senfgelb. Ich habe ihr gesagt, hey, mach mir doch eine Pompino in Senfgelb. Und sie hat das wieder daraus gezaubert. Also, die jetzt kombiniert mit Dunkelblau. Und hier drinnen so ein schöner Möwenstoff. Ist das nicht toll? Oh ne, Schwalben sind das, ne? Schwalbenstoff in der Tasche so drinne. Das sieht so schön aus. Ja, richtig, richtig toll sieht es aus. Und ich freue mich da auch, wenn die Kleine da schon reinpasst. Ja, meine Lieben, das war's auch schon. Und passend dazu wird die Kleine jetzt etwas quengelig. Das heißt, ich sage euch ganz, ganz schnell Tschüss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!